So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der Jupiter Summary Oval Endurance. Los geht's. Den Auftakt macht Indianapolis mit 8 Runden. Und danach geht's Crescent Valley weiter. Ich gehe davon auch aus, dass das Oval ist, weil die Strecke hat auch ein kleines Oval, wie wir es ja schon mal gesehen haben. Ich glaube, in der letzten Folge, da durfte ich ja ein bisschen im Oval fahren. Hallo Indianapolis, Kristen, fällt dir noch was ein, bevor es losgeht? Naja, ein Rennen bei Nässe kann man sich so vorstellen. Du kannst zwar schnell fahren, aber du brauchst mehr Platz, um Geschwindigkeit abzubauen. Kurven, die man sonst schnell nehmen kann, könnten zu einer Rutschpartie in die Wand führen. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und das gibt's nur hier bei der Grid World Series. Na gut, auf geht's. Wir starten von P14 aus. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ich hatte schon mal, die. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Geh mal weg. Ich muss da. Das Geilste ist ja der eine da. Ich fahr. Dann haben sie gut zusammengearbeitet. Da sagt der eine, warte mal, den drücke ich in die Wand oder dann ist es nicht vorbei. Du gehst mal mit vorbei und im Zweifel drücke ich das nochmal in die Wand. Angreifen. Ich gib's weiter. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ich habe keine Chance, da wirklich was zu machen gerade. Ich fürchte, dass hier gerade unsere Siegesserie reißen wird. Wenn sie wirklich in die Nähe kommen, rutsche ich in die Wand. Gut, wir haben 8 Runden Zeit. Ne? Mal gucken. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Okay, Angreifen bestätigt. Sei in Runde 2 etwas schneller. Wir sind weit hinten. Ja, lass mich mal einfach ein bisschen in Ruhe. Mein Gott, Alter, dieses Wegbremsen noch. Der 50er wird so heilig, dass du das unbedingt abziehen musst in Aktion. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Hau doch ab, Alter, gib mir auf den Sack. Ich komme hier auch nicht weg, weil sobald ich da irgendwas mache, also wenn ich irgendwie mich da hinsetzen will. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Jetzt komme ich ein bisschen rein. Ich habe schön die Lücke durchgerutscht. Zumindest mal schon auf Platz 14. Auch hier ist wieder, wenn es nur so 2 Rennen sind, müssen wir so viele Punkte wie möglich irgendwie mitnehmen. Jetzt werden wir das Ding nicht gewinnen. Noch 5 Runden zu fahren. Hammer, natürlich. So, wir sind Erster jetzt. Also, jetzt haben wir die Siegesserie reißt. Okay, ich versuch's weiterzugeben. Weil ich jetzt an dem es wird angegriffen. Weil ich jetzt an dem kleinen Bremskonzeichen vorbeigekommen bin, ging das dann auf einmal ein bisschen nach vorne. Aber dem scheint der 50er wird so extrem heilig gewesen sein. Das ist alles der Kies, was da oben liegt. Naja, egal. Passt. Wir sind auf jeden Fall jetzt mal wieder mit ein bisschen mit in der Vorder Partie. Können es jetzt ein bisschen absetzen. Und haben jetzt auch Ruhe. Ich kann jetzt die Linie fahren. Ich habe jetzt die Linie gefunden, weil wir jetzt schön alleine fahren. Dein Teamkollege ist in der Mitte des Feldes. Zählt da so momentan, ja. Das war die Hälfte des Rennens. Halbzeit. Heute sind eh nur 2 Rennen, das ist nicht viel.
oder drei Bestzeit. Mit der anderen Zeit vergleichen. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Ja, probieren wir mit Nummer 2 was anzugreifen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Okay. Noch 3 Runden zu fahren. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. So, wir gehen jetzt gleich in die vollste Runde. Noch 2 Runden. Angreifen. Ich geb's weiter. Bitte. Okay, Angreifen bestätigt. Ja, Moment, hatte nur meine Kollegin heute nicht den Gefallen, sie noch weiter nach vorne zu gehen. So, jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Station und gehen den gleichen in unsere letzte Runde. Sechster ist er jetzt schon hart. Der kommt ein bisschen nach vorne. Letzte Runde. Ich verteidige deine Führung. Jetzt geht es um das Große um im Finale. Das Finale. Das Ding wollen wir natürlich gewinnen. Dann geht es weiter gleich mit Chris und Larry. Dann machen wir mal durch. Mit dem nächsten kleinen Block. Gibt ja insgesamt 30 Folgen hier in jeder Season. Also sprich 90 sind hier insgesamt in den Seasons. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben mittlerweile. Ich glaube, wir müssen nur bei ca. 170 Folgen liegen. Müsste ich final mal gucken. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ich glaube, das ist so einer der längeren Let's Plays von uns. Moment ist Angreifen nicht möglich. So, die Frage ist, wo ist er final gelandet? Haben wir auf Platz 6 ist er ins Ziel gekommen. Ist er auch am Ende blieb es aber auch. Okay, aber wir haben es geschafft. 6 Sekunden waren es am Ende der Vorsprung. Wir haben die schnellste Runde gefahren. Wir haben das Ding gewonnen. Das ist das Erste, ist das Wichtigste. Wir machen jetzt weiter direkt mit dem letzten Rennen für heute. Also nicht nur für euch heute, für mich auch. Ich mache ja mal 4 Folgen pro Aufnahme. Das passt dann auch soweit. Und ich glaube, in der nächsten Folge können wir es wahrscheinlich sogar durchziehen komplett. Dann sind wir mit dem ersten Teil durch. So. Gut. Crimson Valley Oval Secret heißt die Strecke. Und wir wollen natürlich auch hier das Ding gewinnen. Und dann werden wir quasi komplett einmal durch. Wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. So. Noch von 7 geht's jetzt rein, ne? Doch. Oh, nicht. Auch wieder hier 8 Runden. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Okay, es wird angegriffen. Halt dich zurück. Du hast die Macht. Ach, der Typ, der hat mir eben schon
Der hat mich eben schon abgefuckt. So, ich greife jetzt mal die zwei Jungs hier an, bevor ich dann in die nächste Kurve gehe. Schön im Vorbeifliegen. Und auf einmal führen wir ein Rennen an. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, klar. Okay, ich bin in Führung. Also die Folge geht ja. Okay. Ah, aufpassen. Die Folge geht schon mal auf jeden Fall wieder so. Für etwa eine Viertelstunde. Etwas mehr wahrscheinlich. So. Ja, jetzt saugen sie sich natürlich wieder so ein bisschen. Verstanden. Angreifen. Ein Bremszeug, ich gebe's weiter. Von mir. Okay, angreifen bestätigt. Aber ich kann mich jetzt hier wieder ein bisschen rausarbeiten. Das heißt, ich bin nicht mehr so krass gefährdet. Wir gehen jetzt in Runde 3. Noch 6 Runden. Keinen Fehler machen hier, nicht in die Wand oder sonst irgendwas. Ich glaube, da hinten scheint es gerade ein paar noch erwischt zu haben. Das ist gut für meinen Kollegen, der ist mir jetzt mittlerweile auf 6 vorgezogen. Dein Teamkollege befindet sich in der Mitte des Feldes. Das ist jetzt auf 5. Drei. Ja, da arbeitet sich jetzt ganz, ganz langsam nach vorne. Das ist immer gut so. Jetzt sind es noch 5 Runden. Mhm. Und wieder der gleiche Fehler. Wieder diese blöde Wand da. Okay, ich rasiere. Und mit dem Kollege rutscht jetzt auf 2 vor. Also wir haben jetzt noch 5 Runden. Plötzlich sind die wieder alle ein bisschen dran. Das ist ein kleiner ich habe Fehler. Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Das ist ein kleiner Fehler, der mir dann plötzlich in relativ komfortablen Vorsprung wegnimmt. So. Fünfter. Fünfte Runde schon. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Aber er kommt, kommt mehr. Also dass er das Ding hier so nach Hause ziehen muss, das steht doch nicht ganz fest. Das ist der Teamkollege, der jetzt versucht, weiter noch zu pushen. Das ist ein anderer Auto zu gleich zu fahren. Und plötzlich geht er dann wieder zurück, weil er war mal, sag ich mal, wo auf 11 und 12. Jetzt sind es noch 3 Runden. Und hat sich jetzt ein bisschen durchgearbeitet. Mal konnte ich den Bauerkurs ein bisschen verhindern. 3 Runden vor dem Ende wollen wir das Ding jetzt zumachen, oder Mann? Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Gut, ich gebe ihm auch die Anweisung nochmal wieder. Greif an, greif okay, an. Bitte. Angreifen bestätigt. Damit der Abstand hinten ein bisschen größer bleibt. Mein bester Kumpel ist natürlich wieder mit dabei, Matteo Vega, den habe ich eben schon im ersten Rennen
Da meinte er Platz 15, das ist mein Platz, den kriegst du nicht. Und hier habe ich ihn nie an der Backe kleben. Noch zwei Runden zu fahren. Wenn er mit alles drei liegt. So, wir haben noch zwei Runden. Blöde Wand. Hier ist auch, das sieht schon ziemlich zerrupft aus. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich passieren, dass jetzt gleich der Angriff kommen wird. Und plötzlich habe ich ein Auto hinter mir. Eigentlich war es so komfortabel. Das ist der erste Moment hier. Und er sagt... Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Okay, es wird angegriffen. Ja, den kann er aber nicht mehr machen. Da fällt er wieder ein bisschen zurück in der Kurve. Und ja, ich habe ihn ziehen lassen. Da habe ich ihm den Sieg geschenkt. Er hat so ein tolles Rennen gefahren, da darf ich ihn auch mal gerne belohnen. Ja, unsere Siegeserie reißt. Oh, 651. War nicht mal die schnellste Runde, die wir gefahren haben. Aber das ist doch egal letztendlich. Wir sind Zweiter jetzt geworden. Wir haben das erste Rennen gewonnen und sollte eigentlich reichen, um im Final auf 1 zu stehen. Und ja, dass ich ihn jetzt künstlich ein bisschen hochziehen wollte, weil das sind jetzt auch wieder 7 Punkte, die er dazu mehr geholt hat. Könnte dann reichen, um zu sagen, okay, wir haben das auch, wir haben 1 und 2 gefahren. Aber mal gucken, 26 sind wir mittlerweile vom Level her. Na gucken, wo sind wir denn gelandet im Finale? Also wir wahrscheinlich auf 1, der Teamkollege dann wahrscheinlich auf 2, wenn wir Glück haben. Ja, so wie ich das gerne gehabt habe, wie ich das wollte. Es reicht auf jeden Fall, um auch dieses Ding zu gewinnen. Und wir machen in der nächsten oder in den nächsten Folgen, sind jetzt einige Rennen, die uns jetzt ein bisschen anstehen, ja, um das Ding abzuschließen. Wir fangen morgen an mit der City Legend, Subaru BRZ Modified, dann Time Attack, 3 Runden, Havanna, Shanghai, San Francisco. Das machen wir morgen ab 14 Uhr und dann geht ja schon fast Richtung Finale in dieser Invitational Favorites, so heißt das Ding hier. Und Track Day ist dann das ganz, ganz große Finale, liebe Leute. Dann am Ende. Na gut, wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr. Bis dahin und tschüss bei Grid. Und ja, seht ihr heute noch ein bisschen was. Zum Beispiel dann GTA 5 und FIFA kommt ja noch um 16 bzw. um 18 Uhr. Bis dahin und tschüss.